Mit der anderen Hand. Verdammte Tat, ich kann mich an ihn erinnern, aber mir fällt der Name jetzt auch gerade nicht ein. Stimmt, der hatte immer die Hand vor den Augen gehalten oder vor ein Auge. Ian Moss hat den Spitznamen Mossy, wirft mit 26 Gramm schweren Darts. Wer auf so einen Mann setzt, der kann, also auf den WM-Titel setzt, der kann aus einem Pfund 1000 Pfund machen. Das wäre dann halt am 1. Januar soweit. Das sei auch nochmal gesagt, Finaltag, das bekommt immer mehr Tradition bei der Professional Darts Corporation, beim Profiverband. Das ist der 1. Januar, 21 Uhr geht das Finale los. Wir werden uns dann schon am Nachmittag melden. Haben einige Darts-Dokus vorbereitet, unter anderem auch eine 45-minütige Version über das perfekte Spiel. Ganz interessant, also auch der allererste Neun-Darter, dann zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen, von John Lowe geworfen im Oktober 84. Da gibt es eine Menge interessante Geschichten dazu. 404 ist's. Da ist er mal drin in der Triple 20. 3,44, 3,24, Rest. Da kommt so langsam in Fahrt, der Chavo. Mal schauen. Geht ja nur um 4 Lecks, also ist eine Riesenidee, jetzt ein paar Trimmel zu erwischen. Und sofort meldet sich Daniel und sagt, das war Petri Korte aus Finnland. Er hat vollkommen recht, Petri Korte aus Finnland. Hier genau. Die linke Hand wirklich ins Gesicht, dass man, weil die Kamera halt dort fest positioniert ist, nur ganz selten sehen konnte, was er da genau macht. Haben auch in diesem Jahr einen Finn mit dabei, Jakob Komula, den wir unter anderem auch beim World Cup of Darts, bei dieser Team-WM gesehen haben, im Februar in Hamburg. Das ist ja einer der Termine, der sich verschoben hat, wird im nächsten Jahr 2014 im Juni erst stattfinden, diese Team-WM. Ansonsten geht es Ende Januar auf deutschem Boden los, in Hildesheim mit dem ersten PDC Europe-Turnier. 130er Chance für Chavo, er probiert es auch, er hat das sofort für sich. 45 noch auf der Uhr, mal sehen, ob Ian Moss da noch Druck drauf kriegt. Nee. 45. Der Abend der Breaks. 5 für die Doppel 20. Doppel 10. Auch sehr ungewöhnlicher Wurfstil. Fast nur die Spitze fest. Nur eben so ganz bisschen. Die letzte Wölbung des Darts hat er zwischen Daumen und Zeigefinger und tippt mit dem Mittelfinger auf die Spitze. Ist auch ein sehr ungewöhnlicher Wurfstil. So weit vorne anzufassen. Aber die nächsten Möglichkeiten für Rob Szabo. Doppel 5 zum möglichen 1:1. Der ist knapp drüber. Aber die Höhe stimmte doch eigentlich schon. Da fehlte nicht viel. Ja, den setzt er rein. Wichtig für ihn, hier das 1:1 zu schaffen. Ich bin mir sicher, dass